Good to see you. Hi, schön euch zu sehen. Kommt rein. Ich zeige euch ein paar meiner Graffiti-Kunstwerke. Aber gerne doch. Bei einem Urvater der Street Art ist man schließlich nicht jeden Tag zu Gast. Gestatten, Chaz Bohorquez, 69 Jahre alt, Begründer der LA Graffiti-Szene. Graffiti hat eine lange Tradition in Los Angeles. Das gab es hier schon 20 Jahre, bevor es in New York groß wurde. Es fing alles während des Zweiten Weltkriegs an, Anfang der 40er. Damals gab es ständig Unruhen zwischen jungen Marinesoldaten auf Freigang und der mexikanischen Community. Um sich gegen die Soldaten und ihren Rassismus zu wehren, bildeten die Mexikaner Gangs, die sogenannten Pachucos. Ich habe Cousins, die Pachucos sind. Ich habe Onkels, die in den Gangs waren. Aber ich selbst wollte nie Gangmitglied sein. Schon allein, weil Gangster nicht malen. Damals war ich wirklich arm und ich hatte eine Katze. Ich habe mir also für 17 Cent eine Dose Makrelen gekauft und die dann mit meiner Katze geteilt. Das änderte sich schlagartig mit diesem Kollegen hier, Senor Suerte. Der Totenkopf mit Pelzkragen und Fedora-Hut wurde zum Markenzeichen von Chaz Bohorquez und machte ihn in der ganzen Stadt bekannt. Auch weil es eines der ersten Graffitis überhaupt war, das mit Stencil-Technik, also mit Schablone, entstand. The skull thing was an idea, like from early high school. And then I took it into a final drawing, and then I finally got it to the stencil. But the avenues. Die Straßengangs haben meinen Tag übernommen und angefangen, sich damit zu tätowieren. Den Hals, die Brust, den ganzen Rücken, selbst die Beine und den Kopf. Sie haben sich tatsächlich meinen Senor Suerte auf den Kopf tätowiert. Es war ihnen egal, dass ich kein Gangster war, solange ich ihre Kultur, ihre Symbole und den Schädel respektierte. Senor Suerte wurde ein Teil ihrer Mythologie. Es hieß, wenn du als Gangster den Schädel tätowiert hast, stirbst du nicht, wenn du angeschossen wirst. Der Schädel beschützt dich. Der Schädel macht Bohorquez schließlich auch außerhalb von Gangsterkreisen weltberühmt. Inzwischen hängt sein Senor Suerte im Smithsonian Art Museum und schaffte es aufs Cover des renommierten Juxtapose Magazins. Bohorquez stellt längst auf der ganzen Welt aus und ist noch lange nicht angekommen. Das hier ist mein Studio. Hier arbeite ich und hier entwickle ich gerade einen neuen Stil. Eine Mischung aus West Coast Cholo Gangster-Stil mit seinen fetten Blockbuchstaben und asiatischer Kalligrafie. In Asien gibt es eine sehr lange Tradition, was Kalligrafie angeht. Ich habe von einem ihrer Meister gelernt. Als ich 19 oder 20 war, brachte mir Chang Yung Chang bei, die Schrift zu respektieren und den kompletten Körper beim Schreiben einzusetzen. Ich habe immer schon viel lieber mit dem Pinsel gearbeitet. Sprühdosen haben damals ständig getropft und die Farben waren schlecht pigmentiert. Ich wollte unbedingt diesen Kalligraphie-Look, diese dünnen und dicken Linien. Das konnte ich nur mit einem Pinsel machen. Seitdem arbeite ich immer so. In diesem Jahr feiert Chaz Bohorquez sein 50-jähriges Graffiti-Jubiläum. Aber auch wenn er mittlerweile in Galerien auf der ganzen Welt vertreten ist, der Writer wird wohl nie aus ihm rauszukriegen sein. Ich habe tatsächlich immer einen Marker in meiner Hosentasche, um eine Toilette oder eine Telefonzelle zu taggen. Schade, dass es kaum noch Telefonzellen gibt. Being a graffiti writer
Wenn du Graffiti malst, stimmt doch irgendwas nicht mit dir. Warum brauchen wir diese ganze Aufmerksamkeit? Wir müssen ständig angeben, wollen immer besser sein als andere. Es ist ein ewiger Wettkampf. Und ich liebe es. I love it.